So, dieser Wald sieht ein bisschen kritisch aus, aber ich würde sagen, wir trauen uns mal in diesen Wald der Verdammnis. Hey Leute, was geht? Kann ihr mal spielen, wir haben zu gehen? Und Leute, willkommen zu einem neuen Minecraft-Video. Wir wollen wieder überleben hier bei Sky Element, den ganz, ganz vielen Sky-Blöcken hier mit ganz, ganz verschiedenen Sachen. Wir waren ja letztens hier auf der Wolke und hatten gesehen, dass wir da auch ein bisschen was abbauen können. Deswegen werden wir uns jetzt heute mal wieder hier dran versuchen. So, wie war es hier? Okay. Hier bauen wir mal kurz ein bisschen was ab, ne, bevor wir jetzt gleich wieder irgendwie runterfallen. So. Hier waren Kohleblöcke. Aber ich bin ganz ehrlich, das ist mir ein bisschen gerade too much. Oh Gott, ich bin fast runtergefallen. So, wir bauen uns jetzt hier wieder runter. Weil wir brauchen, ich zeige es euch jetzt noch mal kurz, wir brauchen hier ein bisschen mehr Blöcke, um uns hier drunter zu bauen. Und so viele Blöcke haben wir gerade nicht. Deswegen, wir haben schon genügend Verbrauch, um nach oben zu kommen. Deswegen bauen wir uns jetzt ganz schnell mal wieder nach unten. Ja, ich habe nur eine Holzaxt, ja. Und es ist auch schon dunkel, fällt mir gerade auf. Deswegen machen wir mal Folgendes. Ich baue mir hier gerade mein Nachtlager auf. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Lust, hier die Nacht erwischt zu werden von einem Monster. Also von einem Zombie oder einem Creeper oder so. Aber wir haben beim letzten Mal so einen coolen Schutz hier gefunden. Das ist die Creeper-Proof Chestplate. Na, also so ein Brustpanzer perfekt gegen Creeper. Hoffe ich mal. So. Oh Gott, sag mir bitte nicht, wir stehen dahinter auf. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ich hätte es klüger wählen sollen. Oh, das war knapp. So, jetzt muss ich nur gucken. Wo war denn jetzt der mittlere Block? Der hier. So, wir bauen uns jetzt wieder nach unten. Ja, ihr könnt sehen, wir haben schon den ein oder anderen Skyblock besucht. Beim letzten Mal hier, dieses Skyblock, ne, der eigentlich ganz, ganz viele Blöcke hatte, wie Eisen, Gold, Lapis. Ne, das war richtig gut. Also konnten wir uns einiges davon holen. So, mit der Eisenspitzhacke geht das ein bisschen schneller. Das ist doch sehr gut. Das war aus dem Fenster gesehen. Dabei sind wir auf dem ersten Obergeschoss. Ist hier jemand hochgeklettert von euch? Bloß nicht. So, ich habe heute eigentlich ein bisschen Lust auf... Hier ist doch jemand. Hallo? Hm. Naja. Okay. So. Also ich wollte eigentlich ganz gerne auf... Wir hatten doch hier... Oh, das sieht auch eigentlich ziemlich cool aus. Beim letzten Mal haben mich die Silberfische ja auch erwischt. Wo ist denn hier jetzt das Schiff? Hallo? Wir hatten doch eben hier ein Schiff gesehen. Ach, da! Oh, super. Toll. Okay. Dann... Meinst du, wir kriegen das dahin? Da sind auch Dias, sehe ich gerade. Ah, ich weiß schon, wie ich das mache. Ich baue mich jetzt erstmal hier rüber. Muss ich mich hier rüber bauen. Ein bisschen Holz abbauen wieder, das ist sehr gut. So, wir haben hier eine Truhe. Was haben wir in der Truhe? Oh, goldener Apfel, das ist sehr gut. Und ein paar andere Äpfel. Wir haben Goldbarren, das gefällt mir sehr gut. Und Eisenbarren. Ja, dieses, die Truhe nehmen wir auch direkt mit, dieses Überleben, diesen Überlebensmodus bei Minecraft hatten wir mit Nina gestartet. Die ist jetzt aber im Urlaub, deswegen mache ich das jetzt gerade noch alleine weiter. Sie ist ja selber im Urlaub, aber weil die Map ziemlich cool ist, dachte ich mir, mache ich mal alleine erstmal weiter, bis Nina wieder zurück ist. Oh, da gibt es auch einen Weg. Wohin führt denn dieser Weg? Da bin ich mal gespannt. Also wir haben hier wieder ein paar Birkenholzbretter, das ist gut, die kann ich wieder abbauen. Machen wir mal weiter. Wie geht es denn hier weiter? Vorsichtig, Karl. Vorsichtig, du hörst schon. Ja, wir hören schon. Das hört sich gar nicht gut an. Ach, guck mal mit. Ist die unendlich? Ich glaube schon.
wie schnell das damit geht. Diese Schaufel haben wir auf der Wolke gefunden. Ne? Und das hier ist The Cloud Tower. Also das ist normalerweise für die Dings, aber wir können hier die ganze Erde mit abbauen. Wie schnell das geht. Wie im Kreativmodus. Und ihr könnt ja sehen, wir sind nicht im Kreativmodus. Ne, aber das gilt auch nur so wie Sachen wie Erde, ne? Also die sonst, glaube ich, mit der Schaufel abzubauen sind. Ne, aber wir können ja alles schon schön abbauen. Hallo? Wie ist hier? War irgendein unsichtbarer Block. Guckt euch das mal an. Ah, hier ist ein Schaf. Ah, du kannst da bleiben. So, also. Hier könnt ihr schon sehen, da will schon einer raus. Hier, könnt ihr das sehen? Da. Ja, komm, hab ich jetzt keine Lust. Lass die Zombies mal da. So, wir haben ja echt viele Blöcke gesammelt. Das heißt, wir können uns echt zur nächsten Insel bauen. Das ist eigentlich mein Ziel, Leute. Aber wir haben hier eine Art Treppe. Oh Gott, ich soll ein bisschen vorsichtig sein. Wir haben hier wieder einen Spawner, glaube ich. Ja. Was ist das denn? Hier ist eine Ecke. Okay, da haben wir einen Wald. Wir haben hier ein bisschen Wolle. Ein bisschen Fleisch kann ich eigentlich auch mitnehmen. Yes. Kann eigentlich auch ein bisschen. Ich kann auch einen schönen Apfel jetzt eigentlich essen. Ah ne, ich bin satt. Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich schon satt bin. Haben wir denn hier irgendein. Eine Truhe. Normalerweise haben wir doch auf jeder Insel eine Truhe. Oder ist das hier nur dieser... Oh, das ist der Creeper-Spawner. Der kommt man direkt weg. Ne? Also wir können uns hier alle Feinde wegmachen. So, dieser Wald sieht ein bisschen kritisch aus. Aber ich würde sagen, wir trauen uns mal in diesen Wald der Verdammnis. Es ist der Wald der Verdammnis, werden wir gleich sehen. So, da bauen wir uns jetzt mal hin. Vorher kümmere ich mich aber noch um... Spawner, der kommt auch noch mal weg. Ich habe keine Lust auf Creeper. So, wir können sehen, da werden sich auch definitiv einige Blöcke verstecken. Nee, komm, wir machen das mal lieber mit genügend Erde jetzt abgebaut. Also in diesem Wald wollen wir jetzt. So. Dann sneaken wir uns mal rüber und gucken, ob es da Sachen gibt, die wir vielleicht für uns entdecken können. Das Problem ist, durch die ganzen Baumkronen und so, ist es da wahrscheinlich extrem, ja, ich wollte es gerade sagen, ne, das wollte ich gerade nämlich sagen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, nein, 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 ich hätte mich nur beschweren müssen. Ich bin tot schon. Ist egal. War das hier der letzte Spawnpunkt? Nicht dein Ernst. Oh nein, wie komme ich denn hier jetzt runter? Ja gut, da muss ich mir den ganzen Schnee hier mitnehmen. Sonst komme ich ja hier nicht runter. Aber wieso? Das checke ich nicht. Ah doch, ich hätte schon runterkommen können. Wo wollten wir denn hin jetzt nochmal? Wir wollten in den Wald der Verdammnis. Deswegen bauen wir uns jetzt am besten einmal hier runter. Das meinte ich halt mit den Zombies, ne? Die habe ich vor. Darauf habe ich wieder mal wieder gar nicht geachtet. Sehr, sehr klug, Han. Unglaublich klug. Und jetzt nach unten bauen. Das wird natürlich. Wie soll ich mich denn nach unten bauen? Und da ins Wasser. Oh, ich habe keine Ahnung. I don't know how to do it. Ja, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Lass mich ins Wasser fallen. Ich hoffe, das klappt. Werden wir gleich sehen. Schon so, wenn man. Hey, komm, ich will sicher gehen. Ich gehe direkt da drüber. So, versuchen es mal. Yes, hat geklappt. Sehr gut. Ich hoffe nur, dass ich hier wieder wegkomme.
oder sollte eigentlich besser gelingen als eben. So. Ach, guck mal, die ist nicht unendlich. Ich dachte, die wäre unendlich die ganze Zeit. Falsch gedacht. Na, egal. So, dann gehen wir jetzt hier nochmal rüber. Sollte klappen. Ja, der Überlebensmodus Death Counter bei 2. So, wir haben uns eben hier rüber gebaut. Ja. Ja, ist nicht so schlimm, was passiert. So, dann springen wir einmal hier rüber. Ich hatte eben schon gesagt, da wurde es jetzt ein bisschen kritisch, ne? Ich bin so ein Horst. Jetzt beeil dich, Kerl. Oh Gott. Guck mal, da sind auch diese Dinger. Guck mal, Enderman. Das ist wirklich der Wald. Der Horrorwald ist das. Hier so viel los. Das ist echt der Horrorwald. Ja. Die ganze Spawner hier jetzt erstmal los. Das ist hier viel zu viel. Das ist so krass. Und genau in diesem Moment juckt jetzt meine Nase. Das war ja klar. Oh, Leopard, habt ihr das gesehen? Hier haben wir Spinnennetze. Oder eine Katze, keine Ahnung. Hier sind Magier. Oh Gott, lass mich bloß in Ruhe. Oh Gott, wo kommt ihr auf einmal her, alle? Das gibt's doch nicht. Der Horrorwald, ich sag's euch. Der totale Horrorwald ist das da hinten, ne? Da gehe ich nicht mehr hin. Da gehe ich auf gar keinen Fall mehr hin. Das lohnt sich ja gar nicht. Sollen wir vielleicht hier auf diese Lava-Insel mal? Also wir haben hier auf jeden Fall noch genügend Sachen, die wir abbauen können. Ne? Also Smaragde, die wir hier abbauen. Da hinten hin. Wir haben hier ein bisschen was. Vielleicht legen wir uns aber als erstes mal ein bisschen hin. Warum juckt der meine Nase so? Unfassbar. So, nehmen wir mal wieder mit. Okay, da haben wir noch ein Dings. Ah, vielleicht da. Ja, ich wollte da hinten hin. Dann machen wir das so. Also mit dem Überleben hier ist so eine Sache bei uns immer. Ihr habt es gemerkt. So, dann gehen wir mal da hinten hin. Richtung Dorf sollten wir vielleicht mal gehen. Das wäre vielleicht mal gar nicht so schlecht. Ein bisschen Zivilisation, Leute. Und natürlich auch neue Truhen wahrscheinlich. Ja, jetzt muss ich vorsichtig sein, weil ja... Oh Gott. Tschüss. Tut mir leid. Wollte ich eigentlich nicht, aber... Oh Gott, doch nicht abbauen. So, yes, yes, wieder neue Truhen, Eisen und Gold, das ist sehr, sehr gut. Habe ich noch Stöcker hier? Einen Stock muss ich mir gleich wahrscheinlich bauen. So, da haben wir das Dorf, wir haben Melonen auf jeden Fall hier. Ich nehme wieder die Kiste definitiv mit. Aber wohin gehen wir da? Das sieht ziemlich cool aus hier, dieser Weg nach oben. Der wird sich wahrscheinlich lohnen. Wir haben hier Gold auf jeden Fall. Also hier haben wir einiges an Blöcken. Sneaken wir uns mal gerade erstmal rüber, würde ich sagen. Ja, sneaken wir uns jetzt erstmal rüber. Also wir bauen uns hier jetzt nicht nach unten. Wir gehen jetzt hier erstmal. Ihr könnt sehen, wir sehen Kohle, wir sehen Eisen. Thank you.
Okay, so, wir sind im Dorf angekommen, Leute. Endlich mal. Wir sehen hier ein paar Fackeln. Schauen wir mal rein, was wir so alles haben. Hier ist eine Tür. Ist das die Kirche vielleicht? Sieht nicht danach aus. Weil hier diese ganzen Mobs waren. Was ist denn hier drunter? Möchte ich mal schauen. Ist da irgendwas? Ja! Da ist eine Leiter. Okay. Wo geht's da hin? Hab ich Fackeln? Sollte auf jeden Fall eine Fackel zumindest jetzt machen. Another dungeon, do not these. Okay. Ja, okay. Also ich höre schon dahinter. Na, aber ziemlich cool hier mit dem Gang. Aber ich würde eher, glaube ich, ein bisschen weiter noch machen tatsächlich. So, gehen wir nach oben. Auf das. Die ganzen Spawner will ich weg haben. Weg, 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 weg. Definitiv. Eine Werkbank. Hatte ich schon eine? Nein. Weil ich jetzt definitiv noch eine Axt brauche. Spitzhacke auch schon direkt machen, weil genügend davon haben wir eigentlich. Okay. Das glaube ich, den Spawner können wir ruhig lassen, glaube ich. Was hier gerade abgeht. Hier sind Creeper drin, wir haben hier eine Werkbank und natürlich eine Truhe. Bücher und ein Bücherregal. Mhm. Meine ganzen Bücher hier. Also ein paar Bücher nehmen wir jetzt erstmal mit. So. Okay. Hier können wir, falls wir ein bisschen Fleisch brauchen, ne? Stimmt. Wo ist denn hier die Dings? So. Ich brauche ein bisschen Fleisch. Deswegen bin ich gekommen. Ja, ich esse zwar so kein Schweinefleisch, aber bei Minecraft ist halt ein anderes Ding. Geht nicht anders. Also hier kann ich zumindest immer wieder zurückkommen, falls ich ein bisschen Nahrung brauche. Das hier. Ja, na. Ja. So, ein bisschen Fleisch. Sehr gut. Haben wir auch. So, auf der Suche nach Nahrung. Hier können wir ein bisschen davon abbauen. Oh, hier ist der nächste. Schätzeblock, so nenne ich ihn mal. Also das ist echt cool. Hier kann man immer wieder was Neues entdecken bei Skylament. So, wir haben hier... Ich glaube, ist das der Schmied? Ich glaube schon. Artefakt. Oh, sehr gut. Oh, The Gardener. Garden Forever. Okay, super. Damit können wir schön was abbauen, glaube ich. Damit können wir auch Weizenkörner, glaube ich, anbauen. Brauche ich nicht. So, das können wir
kann ich ein paar Kartoffeln und Karotten aufnehmen. Das ist gut, weil Dorn kann ich schon ein bisschen essen. Hier im Wasser hatte ich auch gesehen, war ein bisschen was. So, wie sieht es denn jetzt hier mit Weizenkörner aus? Kann ich die nicht hier? Ja. Aber Karotten, das geht nicht, oder? Damit jetzt erstmal gemampft ein bisschen. Ein paar Karotten gehen immer. Also das hier ist eigentlich, glaube ich, der Block eher, um ein bisschen was anzubauen. Ne? Das ist eigentlich ganz gut. Hier haben wir ein bisschen Wasser. Wo führt der Wasserfall hin? Okay, irgendwo auf jeden Fall. Oh, da ist auch Obsidian und so. Okay, das ist eine Stelle, wo wir später vielleicht mal hingehen sollten. Schauen wir uns nochmal das Ding hier an. Okay, hier kommen Skelette. Das muss auf jeden Fall weg. Oben, was von oben hier geht, und die Zombies kommen auch weg. Erschaffe Dorfbewohner, ja, sehr schön. Schön, 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 schön. Ein bisschen Leben hier einhauchen in diese Welt. Das sollten wir definitiv. Erschaffen wir uns ein paar Dorfbewohner, Leute. Damit ist hier auch ein bisschen was los. Ne? Da könnten wir jetzt Schweinefleisch eintauschen, brauchen wir aber nicht. Leute, das war die nächste Folge Überleben auf den Skyblocks. Hier Skyblock Plus oder was das auch sein soll. Ne? Sky Element, so heißt die Map hier. Ne? Aber ganz viele Skyblöcke. Ne, ihr wisst schon, was ich meine. Die kommen schon ganz durcheinander hier bei Minecraft wieder. Ja, ich brauche wieder Zeit, um reinzukommen. So, und dann schauen wir mal beim nächsten Mal, wie es weitergeht. Wir haben jetzt zwischendurch immer so ein paar Skyblöcke, die halt mit Eisen, Gold, Diamanten und so sind. Vielleicht gehen wir mal nächstes Mal hier zu dieser Sand, zu diesem Sandblock hier, zu dieser Sandinsel. Mal schauen, es geht ja echt, es geht immer weiter. Besonders das Ding interessiert mich hier. Vielleicht auch dann. Leute, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben, wenn es gefällt, Daumen nach unten und gar nicht wohl, lasst ein Abo da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Hoffentlich nicht wieder in diesem Horrorwald. Einfach zu heftig. Macht's gut. Ciao.